Hallo, ich habe hier zwei Karotten, zwei Bio-Karotten aus demselben Sackerl gekauft, also gleiche Voraussetzungen. Es geht jetzt nicht speziell um die Karotte. Ich könnte auch zwei Kartoffeln in der Hand halten oder irgendein anderes Gemüse. Es ist einfach hier schön zu sehen, diese zwei Karotten sind verschieden lang, damit wir das auch dann gut nachvollziehen können. Also ich habe hier die zwei Karotten und ich habe hier eine Sprühflasche und in dieser Sprühflasche befindet sich EM, effektive Mikroorganismen, EMA, also das ist aktiviertes EM. Wer hier über EM noch einmal genauer Bescheid wissen möchte, wenn er jetzt nicht weiß, was das ist, bitte auf meinen Kanal schauen und das Video über effektive Mikroorganismen, total spannend, ansehen. Dann weißt du hinterher, was EM ist. Ich sage es einfach nur mal ganz kurz. EM sind, wie gesagt, effektive Mikroorganismen und da geht es quasi um Bakterien. Die ganze Welt ist ja voller Bakterien. Es besteht alles oder sehr viel aus Bakterien und Bakterien haben einen extrem wichtigen Auftrag. Sie sind einerseits dazu da, um Dinge verwesen zu lassen, damit die Natur alles wieder absterben kann, um sich wieder zurück in die Natur zu begeben, um einfach Dinge zu verfaulen, absterben zu lassen. Das ist die eine Seite der Fäulnisbakterien. Und auf der anderen Seite gibt es die aeroben Bakterien, also solche, die Sauerstoff zum Leben brauchen. Das sind diejenigen, die Lebendigkeit ins Milieu bringen, die Leben erschaffen, die ein Milieu schaffen, damit wunderbares und gutes Leben gedeihen kann. Das ist jetzt einfach mal ganz grob erklärt. Es gibt diese zwei Seiten. Da aber eigentlich fast alle, die meisten zumindest ca. 90% der Bakterien eigentlich neutral sind und noch gar keine Fäulnis oder die anderen Sauerstoff- oder die aeroben Bakterien sind, ja, kann man diese beeinflussen. Wenn jetzt zum Beispiel ein ursprünglich Fäulnisbakterienstamm größer ist als der mit dem Sauerstoff, dann rennen quasi alle 90% dieser Bakterien den Fäulnisbakterien nach und so ist das Milieu dann dort eindeutig ein faules. Wenn jetzt aber die aeroben Bakterien mehr sind als die der Fäulnisbakterien, dann laufen diese 90% neutral allen den aeroben Bakterien nach. Das heißt, das Milieu bildet sich dann lebendig, so dass hier alles wachsen und gedeihen kann. Ja, und die effektiven Mikroorganismen sind jetzt einfach ein Produkt, die aus diesen Bakterien bestehen, dass eben das Milieu aerob ist, dass es lebendig ist und dass es auch Milieus, die verfault sind, da wo die Fäulnisbakterien überhand genommen haben, wieder verändert. Das kann in der Umwelt sein, das kann auch genauso bei Menschen wirken. Denn der Darm ist ja eins der wichtigsten Dinge für den Körper. Da passiert alles Mögliche und wenn der nicht gut arbeitet und wenn ich einen Darm habe, in dem ich sehr viele Fäulnisbakterien habe, dann funktionieren viele, viele Körper- und Stoffwechselvorgänge einfach nicht. Aber gut, das ist die andere Geschichte. Ich möchte jetzt einfach nur einmal ein kleines Experiment starten, in dem einfach nachvollziehbar ist, ob es da jetzt Veränderungen, sichtbare Veränderungen geben kann. Ein ganz einfaches Experiment. Und wie gesagt, dazu habe ich zwei Karotten, die eine lang, die andere kurz. Und damit man es einfach nachvollziehen kann, bitte merken, die längere Karotte bleibt unbehandelt, mit der geschieht gar nichts. Die tue ich jetzt einfach mal in den Teller und die kürzere Karotte, aber etwas dickere, die werde ich mit EM besprühen. Punktum. Zack, auf beiden Seiten. Mit diesem verdünnten, also aktiviertes EM, wird mit Wasser noch einmal ziemlich verdünnt. Ja, mit dem kann man einfach extrem viel machen, aber wie gesagt, das alles im anderen Video. Ja, und da werde ich jetzt Minimum eine Woche warten, Maximum zwei Wochen, je nachdem wie eklatant die Unterschiede dieser beiden Karotten sind. Natürlich
erhoffe ich mir, dass die EM-besprühte Karotte deutlich besser aussieht, noch deutlich frischer aussieht im Vergleich zu anderen. Nur wenn es eben dann nicht so ist, dann ist es eben nicht so und ich werde das Ergebnis trotzdem veröffentlichen. Okay, in dem Sinne möchte ich gar nicht mehr lang herumplappern. Hier werde ich mich einfach in einer Woche bis spätestens 2 Wochen wieder melden und euch vom Ergebnis berichten. So, jetzt sind 5 Tage vergangen, seit ich das Experiment mit den Karotten gestartet habe. 2 Stück Biokarotten aus demselben Sackerl heraus. Die eine behandelt mit EM, die andere unbehandelt. Ich wollte einfach sehen, ob denn EM-effektive Mikroorganismen denn nun wirklich sichtbar auch hier äußerlich wirken oder ob man da überhaupt nichts mitkriegt. Ja, jetzt habe ich mich entschieden, dieses Video noch ganz schnell zu machen, weil ich sonst befürchte, dass sich die unbehandelte Karotte irgendwann einmal komplett verdschüsst. Wäre auch egal, dann wäre es vielleicht noch eindeutiger. Nur jetzt kann man meiner Meinung nach den Unterschied extrem gut sehen. Und ich erinnere noch, die unbehandelte Karotte war circa so ein Stück länger als die andere, also die behandelte. Das hat sich auch alles extrem geändert. Seht doch ein. Es ist natürlich so, dass auch die behandelte nicht mehr so super toll ausschaut. Nur ich kann es euch leider nicht zeigen. Sie ist von der Festigkeit her noch um einiges fester als die total verschrumpelte, unbehandelte Karotte, die auch extrem schwarz ist. Der Karotten, die bekommen relativ schnell eine Farbe. Ich muss das relativ weit herhalten. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Größenvergleich an, dass das genau passt. Es ist zumindest so, dass beide Karotten die gleiche Größe haben. Die unbehandelte war am Anfang um circa einen Zentimeter höher. Das heißt, die ist um einen Zentimeter eingegangen und die behandelte Karotte ist um einiges dicker. Ja, unbehandelt. Ich hoffe, man sieht das einfach auch halbwegs unbehandelt. Und das ist die behandelte Karotte. Die ist auf einer Seite auch schon etwas braun geworden. Nur die sieht einfach noch um einiges besser aus. Hier noch einmal der Vergleich. Das ist die behandelte Karotte mit M. Das ist die unbehandelte. Es ist total eindeutig, effektive Mikroorganismen wirken nicht nur in der Theorie, sondern eindeutig in der Praxis. Das ist hier eindeutig sichtbar geworden und ich denke mir, wow, wenn das äußerlich bei äußerlichen Dingen wie Karotten oder Pflanzen oder ähnlichen Gemüse so wirkt, ja bitte, warum soll es dann bei uns innerlich wie auch äußerlich nicht wirken? Und das tut es mit Sicherheit. Und ich nehme 2, 3 Mal die Woche so ein wirklich ein feines Stamperl von diesen aktivierten, effektiven Mikroorganismen zu mir. Ja, da verändert sich einiges. Doch, ich mag jetzt gar nicht mehr lang herumreden. Das war dieses kleine Experiment, das extrem eindeutig ausgefallen ist. Ich habe es ja nicht mit Karotten, sondern auch mit Kartoffeln auch schon mal probiert. Und das schaue ich mir jetzt einfach auch nochmal ganz schnell an. Man muss sich vorstellen, dass und Kartoffeln halten ja grundsätzlich um einiges länger. Das hier ist schon mal die behandelte Kartoffel. Die schaut noch wirklich aus als fast frisch und neu gekauft. Und jetzt schaue ich mal, wie es den nicht behandelten Kartoffeln geht. Ja, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Das ist die unbehandelte. Man sieht, denke ich, die Schrammen, die schrumpeln und da wächst auch schon einiges heraus. Ja, da sind schon Triebe auf der Kartoffel, die nicht wirklich gesund sind. Und das noch einmal im Vergleich ist die behandelte. Die hat noch eine total glatte Oberfläche. Hier wachsen auch keine Triebe heraus. Und ja, die hat auch einfach noch eine gewisse Festigkeit. Die linke unbehandelte ist schon weicher. Also auch bei den Kartoffeln ein absolut eindeutiges Ergebnis. Behandelt mit effektiven Mikroorganismen, unbehandelt.
Ja, eindeutige Ergebnisse kann ich jetzt hier einfach wirklich nur so festhalten. Also ich kann es wirklich allen empfehlen. Schaut euch dieses Video mit den effektiven Mikroorganismen nochmal an. Ich weiß, das ist nicht so reißerisch, das klingt auch nicht so toll wie OPC und alles andere, was auch Supermittel sind. Aber in dieser Hinsicht habe ich das Gefühl, wird zum Beispiel EM total verkannt. Das würde ich mir echt besorgen. Schaut euch das Video an, besorgt euch EM, ihr könnt es für euch selbst benutzen. Ihr werdet merken, was es in irrsinnig schneller Zeit, was sich verändert mit dem Verdauungstrakt, mit eurer Verdauung, wenn zum Beispiel Menschen damit Probleme haben, viele Winde loslassen müssen, wie man so fein sagt, oder einfach Blähungen haben, dass sich immer wieder im Darm zu viele Gase bilden, weil eben zu viele Fäulnisbakterien drin sind. Schaut euch EM an, es wirkt. Und ich bin zwar ein bisschen euphorisch, doch das Ergebnis ist echt eindeutig. Ja, in dem Sinne ist es auch schon wieder viel zu lang geworden. Es tut mir manchmal echt leid, doch ich kann eigentlich fast nicht anders. Alles Liebe in dem Sinne. Schaut euch das EM-Video an. Wirklich, es zahlt sich aus. Alles Liebe von mir, Bio6, Bio-Lieben und Aisha TV.